Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts oder wie es wir nennen, Swim mit Tim. Stimmt natürlich nicht, wir sind doch kein Triathlon-Podcast. Wir, das sind der Flo, servus. Ich möchte nicht Teil dieses Podcasts sein. Für eine kurze Sekunde habe ich geglaubt, du vergewaltigst unseren geliebten Podcast zu einem Swim-Podcast und ich möchte entschieden sagen, damit habe ich nichts zu tun. Das war rein in Peters seine Idee, ich möchte mit ihm nicht assoziiert werden. Danke. Passt. Okay, das war der Flo. Bis nächstes Mal. Aber ciao. Dafür ist ja der Jordi da. Servus. Servus. Auch ich habe meine Probleme mit Schwimmen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Auch wenn es bei den aktuellen Temperaturen so ist, dass man quasi auf seinem Schreibtischsessel ja schwimmt irgendwie. So. Oh, das heißt, unter dem Kapperl trägst du eine Schwimmhaube. Ja, genau. Mein Kapperl ist meine Schwimmhaube. Seit der Jordi in diesem Podcast ist es ganz steil bergab gegangen. Ich erkenne ihn nicht wieder und ich traue um ihn. Ach, den kriegen wir schon ihr wieder. Ihr habt mich doch gerettet. Ja, offensichtlich hast du uns ins Verderben gebracht dadurch. Aber ich trinke auch Wasser, also. Details. Heute. liebe Leute, wenn ihr uns verfolgen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram tun, ihr könnt das auf Facebook tun, ihr könnt das auf TikTok tun, ihr könnt es noch nicht auf OnlyFans tun, ihr könnt uns natürlich den ein oder anderen Euro zuwerfen auf Patreon oder Steady. Und an dieser Stelle wollen wir dazu auch noch jemanden lobpreisen. Auf YouTube könnt ihr uns natürlich seit Neuestem auch zuschauen bei dem, was wir dort machen. Und zwischenzeitlich bekommt ihr von uns auch das eine oder andere Video, nicht vom Quatschen, sondern vom Laufen. Aber zur Lobpreisung. Wir haben da gestern jemanden wieder getroffen, der uns auch gestern wieder sehr, sehr, sehr positiv beeinflusst hat. Und positiv beeinflussen kann man uns mit Geld zum Beispiel. Nur mit Geld. Na, sonst auch, aber damit. Nein, es ist alles nur eine Frage des Preises. Ich möchte das hier nochmal. Bitte, was ist los mit dir? Man kann uns nicht positiv beeinflussen mit Schwimmen. Das ist richtig. Und zwar den Thomas. Und zwar den Thomas vom Weekly Long Run. Müssen wir huldigen, sage ich nur. Der ist nämlich ein ganz toller Unterstützer von uns, weswegen wir das da, was wir machen können. Und witzig ist nämlich, dass er uns kennengelernt hat, weil er beim Vienna Charity Run, da bin ich ja irgendwann schon mal ein paar Runden gelaufen, zusammen mit Andy Wolter, ist eine Frau bei ihm immer wieder vorbeigezogen. Und da hat sich nachher ausgestellt, dass das die Esther Fellhove ist, die wir auch schon zweimal da gehabt haben. Und dann wollte er halt wissen, wer denn das ist, die dieses Weekly Long Run T-Shirt anhat und die ganze Zeit da um ihn herum orbitet, quasi in absurder Geschwindigkeit. Und dann hat er halt ein bisschen gesucht und dann ist er draufgekommen, wer das ist, und hat sie in unserem Podcast gehört. Ja. Und zack, war er nachher schon ein Hörer und andererseits ist er über ihr T-Shirt zum Weekly Long Run gekommen. Also, so funktioniert Influencertum, Leute. Und mittlerweile ist er braver Läufer, Marathonläufer, ist super schnell, muss man zugeben. Wir waren gestern beim Sommerlauf gehabt und Viererschnitt geht immer. Und weil er ja so ein braver Unterstützer ist, haben wir ja gesagt, wir huldigen auch den Lieblingsbergen. Und er hat sich da ganz besondere ausgesucht. Die Belvedere Hills, den Kahlenberg und den Hunsheimer Berg. Also, das sind wirklich... Wo ist der? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist in der Nähe vom Kahlenberg. Das ist quasi das 8000er Massiv direkt neben Wien. Aber es gibt ja, also eigentlich fängt ja das ganze Massiv an mit dem Leopoldsberg und dann ist der Kahlenberg, habt ihr gewusst, und das ist meine einzige Fun-Fact-Story, die ich über die Gegend weiß, ist, dass der Leopoldsberg eigentlich früher der Kahlenberg geheißen hat. Nur bis der Leopold gekommen ist, der dann auf den Berg gegangen ist, beschlossen hat, ha,
da baue ich jetzt ein kleines Schlösschen drauf und nenne es einfach nach mir. Und deswegen nehme ich einfach den Berg daneben, den Kallenberg. Ja, der früher Sauberg geheißen hat. Richtig. Weil viele Wildschweine. Richtig. Wir sind nämlich total bewandert und klug. K-L-U-K. Geschichtspodcast der Wiener Hausberge. Mhm. Geschichteldrucker aus Wien sozusagen. Ja, das ist ein anderer. Ja, was haben wir heute sonst noch? Und zwar, wir haben die aktuelle Stunde wieder mal, weil es tut sich momentan extrem viel. Und in der letzten Woche oder am letzten Wochenende ist ja richtig die Post abgegangen. Einerseits beim Eiger, also Eiger Ultra Trail, der auf den Strecken zwischen 16 Kilometern und 250, wohlgemerkt. Beim 250er haben sie die ersten 60 Kilometer, glaube ich, umbauen müssen, weil das Wetter am Anfang wirklich so schlecht war, dass die Ursprungsstrecke einfach nicht möglich war. Weswegen auch die Zeiten zum letzten Jahr nicht wirklich vergleichbar sind. Siegerzeit wieder so um die 50 Stunden. Und eine relativ hohe Finisher-Quote, muss man sagen. Aber das heißt doch, bei den ganz langen hast du eigentlich immer eine relativ hohe Finisher-Quote, weil sich das halt nur Leute antun, die einen ziemlichen Schuss haben und quasi wissen, was sie da tun oder was sie sich da einlassen. Ja. Und schon eine gewisse Erfahrung habe, das machst du nicht, wenn es 50 Kilometer ist, dann gehst du 50 und hast vielleicht schon über 100 Meilen und es ist noch immer anstrengend, aber dann hast du ungefähr eine Ahnung, was du tust und kannst dich schon ganz gut einschätzen, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob man sich gut einschätzen kann, wenn man 250 Kilometer laufen will. Ich glaube, da bist du über jeden Punkt der Sanity hinaus. Das sowieso, das steht außer Frage, das ist keiner hier, sehr klar. Und Österreicher. Ist denn das noch gesund? Ja, ich weiß nicht, ob das für die Knie gut ist. Aber das werden wir auch bald herausfinden, ob dieses Laufen für die Knie gesund ist. Ja, das ist wahr. Und zweites Team ist auf alle Fälle jemand aus Österreich geworden, und zwar das Trailfuchsen Trailrunning Team. Hut ab, die sind mit 55-20 Zweiter geworden. Und, Chapeau. Interesting ist, dass nachher auf allen Unterdistanzen sozusagen, also um 100 Kilometer bis 16 Kilometer, war durchaus die Creme de la Creme vertreten. Wenn man da schaut, wen sie da ausgerufen haben im Männerfeld, war ganz vorne der Hannes Namberger, der Ramon Manic. Beide, also der eine kurz über 900, der andere kurz unter 900 Punkte. Der Josh Wade 870 Punkte. Philipp Außerhofer mit 863 Punkte. Also muss sagen, da war schon ordentlich Feuer am 100er. Am 60er war der Peter Engdahl, der Andreas Reiterer, der Daniel Osans, alle drei bei der Trail-WM am Start gewesen. Bei den Damen hast du auch 760 Julia Kessler. Du hast die Emily Forsberg, die am 60er gestartet ist, mit, sie hat jetzt da zwar nur mehr 740 Punkte oder so, aber man kennt sie doch. Am 100er ist noch gestartet die Katharina Hartmut, die, ich würde jetzt mal sagen, auf der Distanz momentan die beste Deutsche ist, die so herum ist, weil sie war bei der WM ganz vorne und marschiert momentan ganz, ganz rapide auf die 800 Punkte zu. Du meinst sicher die Katharina, die eigentlich Katrin heißt? Meine doch. Und eben diese hat auch gewonnen. Bei den Männern war es dann der Hannes Namberger. Den, glaube ich, kann man kennen, wenn man sich ein bisschen mit dem Trailsport beschäftigt. Beim 50er war es der Peter Engdahl, den wir auch schon durchaus bei der WM das ein oder andere Mal erwähnt haben. Bei den 50ern hat auch eine gewisse Emily Forsberg, die sagt mir jetzt irgendwie nichts, gewonnen. Bei den 30 Kilometer die Robbie Simpson und Bianca. Robbie Simpson, wirklich? Die Robbie Simpson. Ja. Ja. Und der Bianca Batobon. Batobon. Biatodon. Biatobon. Und ich habe gedacht,
Ich habe gedacht, die Ausspracheprobleme starten erst beim späteren Rennen. Dazu später mehr. Du. Ja. Da habe ich euch wohl überschätzt. Richtig. Und ganz, ganz spannend ist, der 16er. Beim 16er hat gewonnen. Moment, das muss ich nachschauen, weil da waren jetzt nicht so viele Bekannte unterwegs. Aber der Lorik Buklin vom Raphael Devantay und dem Armin Reif. Und dann irgendwo knapp vor die Top 50 mit 568 Punkte ist offensichtlich knapp vor dem Cut-off irgendein launiger Spanier ins Ziel getrappelt. Dieser Kilian Hornet oder wie der heißt. Was ist das für ein Newcomer? Ein aufstrebendes junges Talent. Ein Stern am Trailrunning-Himmel. Ein aufgehender Stern am Trailrunning-Himmel. Ich glaube, der ist schon mit 40. Da ist nichts mehr mit aufgehend. Aufgehend vielleicht schon langsam. Du kannst es ja sagen, wie das so ist. Oder ihr könnt es sagen, wie das so ist mit der 40. Mhm. Es wird alles besser ab 40. Es wird alles besser, kann ich nur sagen. Ja. Ja. Also wenn du mal einen 40er überquert hast, dann da spürst du wieder die Energie in dir und wirklich, da springst du in der Früh aus dem Bett und dann läufst du gleich zum Physiotherapeuten, weil da alles wehtut. Läufst. The Walking Dead. Ja, ja, das deutsche Laufen. Ach so, das deutsche Laufen, okay. Einfach langsam vorwärts bewegen. Ja, genau. Wo man sich auch langsam vorbewegt hat, war am Wochenende beim Hard Rock 100, der ja auch super wieder mal statt. Aber ich möchte noch was zu dem Spanier sagen. Weißt du, warum er dort gelaufen ist? Weil er gerne bei Wettkämpfen mitmacht. Nein, weil er einen Running Stone braucht hat, damit er beim UTMB antreten darf und deswegen hat er müssen irgendein UTMB-Rennen finishen. Und zwar irgendwie. Und er hat sich die kürzeste Distanz offenbar ausgesucht und ist sie irgendwie ins Ziel gelaufen. Jetzt hat er einen Running Stone und darf starten. Was für jemanden, der letztes Jahr den UTMB gewonnen hat, in Streckenrekordzeit schon geil ist. Du musst trotzdem. Aber geschafft ist geschafft. Aber weiter zum Hard Rock, weil dort ist er nicht antreten. Da waren aber auch nicht unnamhafte Menschen dabei. Na, jetzt sprich einmal die Gewinner der Herren aus, bitte. Ja, bitte. Ja, der Aurelien Dunant Palatz hat gewonnen. Mhm. Mhm, gar nicht schlecht. Form? Ja, vom. Der zweite ist, glaube ich, gesponsert von so einer Creme, der Benat. Marmisole. Und der dritte? Und der Javi, oder Javi heißt der Javi. Javi Dominguez. Der war quasi der leichteste. Dominguez. Ja, witzig ist an dem, in Hard Rock, der Aurelien Duno Pala, vielleicht? Vielleicht hast du ja wirklich so, ich habe keine Scheiß Ahnung. Hat sich gleich am Start in Front gesetzt und hat quasi einen Start-Ziel-Sieg hingelegt. Also der hat das Rennen von vorne gewonnen. Und die Top 3 sind alles Europäer. Zwei Franzosen vor Spanier. Bei einem Feld, wo irgendwie, weiß ich nicht, 95% Amerikaner am Start sind. Ah, bitter. Da müssen es wieder die Frauen richten. Dafür haben es die Frauen gerichtet mit der Courtney DeVolta. Das ist auch, glaube ich, ein aufstrebender, ein Railrunning-Sternchen, die man vielleicht in den letzten Jahren so im Untergrund etwas kennengelernt hat. Vor der, und jetzt wird es auch schön, Anne-Lise Rosette Seguret. Bist du narrisch? Da habe ich es ja noch leichter gehabt mit den Herren. So, jetzt darfst du auch einmal. Die dritte ist einfach, die darfst du. Die dritte ist die Annie Hughes geworden. Habe ich das richtig gesagt? Das war viel zu professionell. irgendjemand muss mal Professionalität in diesen Podcast bringen. Bitte nicht, deswegen, wir stehen. Deswegen wir stehen wir nicht für Professionalität. Nein. Aber da hat ja die Courtney hat ja nicht nur gewonnen,
sondern sie ist ja so ein bisschen der Trail-Hulk. Du reizt sie, sie stellt sich an die Startlinie und sagt, oh, hier ist ein Streckenrekord. Den unterbiete ich nicht nur. Na, ich schredder ihn, zerstöre ihn, dass damit nichts mehr über ist. Und zwar hat sie ja nicht nur ihren eigenen Streckenrekord, den sie ja letztes Jahr dort schon aufgestellt hat, zerschreddert. Also hat sie sich mehr oder weniger selbst gereizt, sondern sie hat ja auch den Doppelrekord verbessert. Ne? Richtig. Also, beim Hardrock ist es, wenn du clockwise und counterclockwise gewinnst, oder ja, quasi das wird zusammengezählt, und dann die Overall-Time, weil erst dann bist du ein richtiger Hardrocker, glaube ich, glaube, so ja, nennen sie sich, ja, ja, wenn du beide Richtungen gemacht hast. Diese Overall-Time, die hat sie auch noch zerstört. Wer, wenn nicht sie? Und dann ja auch noch die kombinierte Rekordzeit von Western States und Hard Rock. Da hat sie ja richtig auch den Rekord. Und zwar nicht nur den bei den Damen, sondern den Overall-Rekord. Zwar, glaube ich, eine halbe Stunde oder was verbessert. Gebrochen, und das ist ja innerhalb von 3 Wochen 200-Meilen-Läufe in der Dominanz zu finishen. Ich meine, man sollte vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, dass sie jetzt beim Hard Rock Dritte im Gesamtklassement geworden ist. Also es waren 2 Männer vor ihr. Also, nee, und sie war jetzt da beim Western unfassbar. States auch in den Top 10, gell? Ja, genau. Gesamt. Ja, da haben wir wohl ein bisschen was aufzuholen, um mit ihr mithalten zu können. Das ist alles ein bisschen unfucking believable. Wir haben auch in den Shownotes die Pre-Race und die Finish-Szene und das Pre-Race-Interview, weil sie hat ja gesagt, zwischen Western States und Hard Rock, was sie so hauptsächlich gemacht hat, war, sie war einmal kurz im Casino in Reno und sonst da viel herumliegen, viel Eis essen und Refueling. Und zack, war das nächste Rennen schon da. Das heißt, eigentlich Wettkampf tapern. Okay. Das ist die gute alte Mike Wardian-Taktik. Der ja, auch mit laufen ist. Witzig, dass du den erwähnst, weil an den wollte ich meinen persönlichen Shoutout richten. Mein absolutes Idol Mike Wardian hat auch den Hard Rock 100 gefinisht in einer Zeit von 34 Stunden, 26 Minuten. 20. Gesamt, 16. Junge, vier Damen waren schneller als er. Und er hat seine persönliche Bestzeit um 90 Minuten unterboten. Also es ist ja ein bisschen ruhig geworden um ihn in letzter Zeit, habe ich so zumindest das Gefühl. Vielleicht twittert er auch einfach nicht mehr so viel wie früher. Wie alt ist der jetzt mittlerweile? Ich hab keine Ahnung. Aber der ist auch schon jenseits der 40, oder? Man kann ihn schwer schätzen, weil er hat auch so ein schöner Board und so. Das macht dann ein bisschen so alterslos. Das bringt die eigene Erfahrung. Er ist 1974 geboren, wohlgemerkt. Das heißt, der ist bald, der ist 49. Der ist bald 50. Warte mal. Nächstes Jahr 50. Wenn man nächstes Jahr 50 wird, mit ein bisschen Stabi, kann man tatsächlich noch den Hardrock finishen in einer guten Zeit. Huh. Ja, aber die Bergsieger ist jenseits der 50, weit jenseits der 50. Ja, die ist im 7. großen Zyklus, was ist der Maya-Kalender, und jetzt dann 50. Aber, also man kann mit ein bisschen Stabi wirklich noch was reißen. Siege? Ja. Mach was. Das stimmt. Der Mike Wardian, der hat immer sehr viel Stabi-Content in seinem Twitter-Account. Also der macht da ziemlich viel in die Richtung auf jeden Fall. Und auch Instagram macht da Übungen, zeigt er immer vor. Also wenn man sich das anschauen will, der hat da immer ganz, ganz, ganz coole Sachen drin. Was man sicher auch mit ein bisschen Stabi schaffen kann, wenn man den gewissen Knacks hat, ist der Shinder Prison Break. Das ist nämlich ein recht cooles Format, weil da läuft man quasi von einem Gefängnis weg und hat quasi 24 oder 48 Stunden, soweit ich das richtig im Kopf habe, Zeit, so weit wie möglich zu kommen. Und der am weitesten kommt, hat dann gewonnen. Genau. Also jetzt vom Greyhead
Prison, also vom grauen Kopf, wird weggelaufen. Und das Witzige ist, dass es zählt nicht die Distanz, die du gelaufen bist, sondern es zählt die Luftlinie vom Startpunkt. Das heißt, such dir eine möglichst gut laufbare, möglichst abschüssige, möglichst gerade Linie weg von dort und lauf die möglichst lang. Und was ich glaube, du darfst, musst alles laufen, außer, glaube ich, Flüsse darfst du irgendwie mit Booten überqueren, falls du da drüber musst. Du musst nicht schwimmen, was ich sehr sympathisch finde. Sehr sympathisch, ja. Ja, das finde ich auch sehr sympathisch. Das ist aber insofern ganz amüsant dann. Wenn dir das zählen würde, dann müsstest du ja nur schauen, dass du einen Flussverlauf findest, der mehr oder weniger gerade wegführt von dort. Dann kannst du den Fluss nicht queren, sondern längsen. Und hast ganz viel Zeit gut gemacht, weil du mit einem Boot gefahren bist. Vielleicht haben sie sich das überlegt und das deswegen erlaubt, weil das irgendwie nicht geht, beziehungsweise nicht bringt. Beziehungsweise normales, ich glaube schon, dass ich grundsätzlich so ein Flussding eigentlich auf, weil du musst zu einer gewissen, also wenn es Glück hast und er gerade anlegt und gerade wegfährt, dann sparst du eigentlich wahrscheinlich ein bisschen Zeit. Aber ansonsten, normalerweise sind die Flussquerungen jetzt nicht so lang, dass, glaube ich, wenn es eine Brücke da wäre und der nicht sofort ablegt, wahrscheinlich schneller bist, dass du überlaufst. Das hat doch, hört man so richtig den Pöbel aus dir. So bin ich halt. Unser einer hat ein Personal Speedboat überall liegen. Ja, sowas kann ich mir nicht leisten. Ja, also ganz ehrlich, wer über den Verbrauch nachdenkt, hat die Yacht nicht verdient. So. Was ich mir aber vielleicht doch leisten könnte, wäre eine Teilnahme beim Dolomith Run. Ja. Aber ich habe es nicht gemacht. Ja. Aber wie gesagt, Schinder Prison Break, schaut euch das an für nächstes Jahr, das ist ganz lustig, ich glaube, das kommt wieder. Der Peter plant uns eine möglichst gerade, abschüssige, flusshaltige Route bis zum nächsten Jahr und die stellen wir dann in unseren Discord und dann können wir da alle das Ding gewinnen. Richtig. Und wenn man es gewinnen will, dann muss man in 24 Stunden zumindest 150 Kilometer laufen, das hat der Andreas Grenzer gemacht. Beziehungsweise die 48 Stunden hat die Andrea Mena gewonnen mit 235 Kilometer. Die hat 40 Kilometer Vorsprung gehabt. Also da geht schon was. In 48 Stunden 230 Kilometer mal laufen. Also Luftlinie, es geht. Das beim Dolomith Run musst du nicht so weit laufen, das stimmt. Ja. Nur halt hoch. Irgendwas ist ja immer. Da gehen die Siege an. Puh. El Hossein El Azawi und Judith Wider, hätte ich wieder gesagt. Wieder. Wider klingt aber besser. Ist eine Schweizerin. Wider klingt aber besser. Genau. Finde ich. Also ich finde, die sollte sich jetzt Judith Wider nennen. Sagst du sie am besten? Werde ich jetzt sagen. Mit ein bisschen Glück versteht sie sogar. Ziemlich sicher, ja. Interessant ist, dass das Rennen, weil es ja das dritte Rennen der Golden Trail World Series war, auch wahnsinnig gut wieder besetzt war. Also dass Dian Angermund zum Beispiel ist Vierter worden. Der hat den Trail Short neulich ja gewonnen bei der WM. Dann der Manuel Merias, der letztes Jahr auch Top 3 gefinisht hat bei der Golden Trail World Series, ist Sechster geworden. Der Bart Brzejewski, keine Ahnung. Genau, der Bart aus Polen, verdammt. Der Bart aus Polen. Der Bart aus Polen. Ist auch noch Top 10 gelaufen. Und du, wenn du weiter nach hinten schaust, es ist wirklich arg, wie hoch das die Dichte ist. Also ein Daniel Lustenberger aus der Schweiz, der auch kein langsamer ist, wird 18. Manuel Innerhofer, der wirklich geschwind ist, 27. Und du hast als 27. bei einem Skyrun hast du 15 Minuten nur Rückstand. Also da geht es wirklich um Sekunden. Also hochklassig besetzt. Und bei den Damen, Judith Wider hat gewonnen, die war ja relativ lange verletzungsbedingt weg, ist dann aber bei der WM Zweite geworden und ist jetzt da offenbar wieder da und hat ihren eigenen Streckenrekord unterboten. Weil den hat sie gehalten von vor 2 Jahren vielleicht.
und hat sich gedacht, das kann ich nochmal schneller. Zweites waren die Sophia Lockley, die jetzt, wenn ich mich nicht täusche, die Führung übernommen hat in der Golden Trail World Series. Da muss ich dich leider korrigieren. Okay, die Caitlin, ja, gerne. Fielder aus Neuseeland liegt im Moment vorne in der Golden Trail World Series. Ja, die, weil die hat Sophia drei Rennen schon gemacht, gell? Sophia ist zweite und die Daniela Oemus, die anscheinend dann doch nicht am Start war beim Dolomith Run, liegt jetzt am dritten Platz. Ja, die wollte starten. Aber nur mit zwei Rennen, ja. Ja, und die wollte starten bis kurz vor ein paar Tage vorher und hat sich dann dagegen entschieden, weil sie quasi sich nicht fit genug gefühlt hat nach dem Monsterprogramm der letzten Wochen. Nachzuhören bei uns von vor zwei Folgen. Genau. Dass sie da doch ein sehr dichtes Programm hatte. Die Frage ist, hat sie unser Interview so ausgelaugt, dass sie jetzt nicht beim Dolomith Run starten konnte und müssen wir dafür die Verantwortung übernehmen? Na, wir hätten es doppelt so lang machen müssen, weil dann hätte sie dabei tapern können. Ja, genau. Ja. Aber ja. Sie startet dafür beim anderen Zigama, wie heißt das Teil? Sehr sinnal. Ja, also doch jetzt dann dort und genau. CCC, oder? Genau, oder also das ist, dann jetzt, das ist jetzt da ihr weiterer Weg, weil sie braucht immer das dritte Rennen für fürs Finale dann. Ja. Jo. Gut. Da drücken wir die Daumen. Das machen wir. Und dann gab es noch ein Rennen, Three Kings, Three Hills. Das ist auch ein interessantes Rennen, weil es Einzelrennen sind und gleichzeitig eine Teamwertung gibt. Und da haben die Kollegen von xcrun.de rund um den Markus Mingo richtig abgeliefert. Ich glaube, die haben insgesamt gibt es vier Strecken, aber drei zählen dann irgendwie zusammen, die längeren drei. Und die haben es, glaube ich, alle drei gewonnen, zweimal mit Streckenrekord. Und es soll ein sehr schönes Wochenende sein, weil erstens sind es Trail-Wettkämpfe und es ist gleichzeitig ein Festival, also so ein Musikfestival und in der Nähe von einem Bierhotel. Also kann man schon mal machen, auch wenn man nicht so weit laufen mag. Größtes Team hat dabei das Brooks Happy Running Team heißt das, glaube ich, dem mit den Bananen gestellt. Das haben alle anderen, auch die sehr wettkampforientierten, sehr geil gefunden, weil die haben halt Stimmung gemacht mit, weiß ich nicht, 200 Leute oder so. Stimmung! Richtig. Banana. Ja, also auch das empfehlenswert, weil das war so richtige, nennen wir es mal Spaßveranstaltung, wo du schon abliefern hast können, aber wo es halt auch sehr viel um das Drumherum ging. Um das Drumherum geht es auch bei den Tests, die wir so durchführen. Und ein Drumherum, das quasi getestet wurde, war, wir hatten ja, oder haben sie ja immer schon wieder angekündigt, dass wir so Community-Tests haben. Und wir haben eine Hose bekommen von VD und die haben wir der Andrea zum Testen gegeben und die hat uns dann quasi ihr Testergebnis rückgemeldet und wir verlinken die Hose, es ist eine abziehbare Damenhose und so wie ich das jetzt richtig im Kopf habe, was sie quasi rückgemeldet hat, war, dass sie am Anfang skeptisch war, was quasi dieses abziehbare Ding betrifft, ob quasi dieser Zip nicht quasi irgendwie auf der Haut reibt. Das hat sich aus ihrer Sicht nicht bestätigt. Sie fand das dann durchaus sehr praktisch, dass man diese Beine runtergeben kann, weil wenn man quasi von in der Früh bis vielleicht über Mittag und den Nachmittag hinein wandern geht, ist in der Früh vielleicht etwas kühler, dann hat man das oben, dann kann man das dann, wenn es wärmer wird, abziehen. Das hat ein sehr gutes Packmaß, passt irgendwie ganz gut in den Rucksack rein, nimmt nicht viel Platz weg. Also quasi eine gute Universalhose, so wie ich das verstanden habe. Sie hat schon mehrere Mal angehabt, sie hat auch schon mehrere Mal gewaschen, also auch da war dann kein, wie soll ich sagen, es war nicht erkennbar, dass die Hose jetzt dann irgendwie an Qualität einbüßt, nur weil man sie öfters wascht. Das Einzige, was sie quasi als negativ empfunden hat, war, dass es
oben quasi nichts zum Schnüren oder sonst irgendwas gab. Also es hat irgendwie auf Oberschenkel und so quasi perfekt gepasst. Aber oben war es halt also ein bisschen weit. Das habe ich auch schon mal bei diesen alten Salomon-Hosen, wo es quasi keine Schnürung gab, fand ich das immer etwas problematisch, dass das mitunter am Anfang ein bisschen rutscht. Bei mir war es dann meistens so, wenn ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, wenn man dann schwitzt, hat das dann meistens besser gehalten. Aber dürfte oben halt ein bisschen locker gewesen sein, weil halt der Schnitt jetzt nicht optimal zu ihrer Figur gepasst hat, ohne dass es jetzt irgendwie negativ gemeint ist. Aber und das war dann oben halt locker und vielleicht nicht immer angenehm. Mich wundert es ein bisschen, dass dir Hosen obenrum zu locker war. Du kannst mir die Bock aufblasen. Auch wenn er das tut, wird es obenrum nicht anders. Ja, genau. Beim Peter würde ich das einsehen, aber bei dir? Ja. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen, mein Freund. Wer im Glashaus sitzt, sollte im Keller kacken. Ja, richtig. Ja. Nein, aber was? Ich glaube, summa summarum hat es... Ja, halt's den Mund. Summa summarum war sie aber sehr zufrieden damit und würde diese Hose grundsätzlich weiterempfehlen. Ja. Also wir verlinken die Hose natürlich auch. Das Ding heißt Grana, also die Produktlinie, glaube ich, nennt sich Grana. Gibt es in mehreren Farben und gibt es nur für Frauen. Also ja. Liebe männliche Zuhörer, vergesst das, ihr werdet es nicht reinpassen. Was es aber für beide Geschlechter gibt, sind die OnCloud Boom Echo 3. Die können nämlich Männchen und Weibchen tragen. Das ist der High-End-Carbon-Straßenrennschuh von On. Den haben wir auch dankenswerterweise zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Und das war super spannend, weil für mich mein erster Carbon-Schuh, hab solche Teile noch nie getragen, immer nur irgendwo im Podcast davon gehört, gelesen und halt seit irgendwie dem Kipchoge-Ding in Wien ja so das große Ding Carbon und überall ist es so wie in der IT, alles muss jetzt AI haben, so muss alles irgendwie bei den Schuhen Carbon drin haben, weil dann ist es der neue, coole, heiße Scheiß. Deswegen war ich sehr... Ein bisschen bei die Radfahrer umgeschaut, gell? Die haben ja alles aus Carbon. Richtig. Und noch eine kleine Anmerkung dazu. Ist es vielleicht eine Kooperation mit Amazon? Weil wenn man den Namen von dem Schuh so anschaut, Cloud Boom Echo 3, hat schon mal jemand den Schuh was gefragt und hat er geantwortet? Hallo, Schuh. Kannst du mir bitte Schuhbänder bestellen? Nein, wenn Peter, mach selber. Wenn die Folge rauskommt und ich Schuhbänder geliefert bekommen habe, dann ist ein Echo einbaut. Ja. Nein, also was auf jeden Fall gleich auffällt, wenn man rausnimmt, ist, das Obermaterial ist halt sehr dünn, es ist alles sehr leicht. Es ist halt ein Racing-Schuh. Das sieht man, glaube ich, relativ schnell an und das wird relativ schnell klar. Und was ich zumindest jetzt bis jetzt immer so über diese Carbon-Treter gelesen habe, war, dass man die vorher halt zwei, dreimal ausprobieren sollte, damit man weiß, wie sie funktionieren. Dann sind sie halt hauptsächlich für Rennen gedacht. Ich meine, wir haben mit Michael Wernbacher da damals drüber geredet, er hat gemeint, das macht erst 4 Minuten am Kilometer Sinn. Weiß ich nicht. Aber so war quasi meine Taktik. Wir kommen ja dann vielleicht eh später noch auch zum Sommercup-Lauf, den der Peter und ich gelaufen sind. Und die Idee war quasi, bei zwei Intervallen davon einmal auszuprobieren, einerseits um ein Gefühl dazu bekommen und dann halt beim Sommerlauf gehabt, damit zu starten. Ja. Und ich muss sagen, was mir gleich aufgefallen ist, war dieses Carbon-Ding. Also wenn du gehst damit, merkst du, finde ich, dass da was ist, was so ein bisschen, ich habe es versucht, schon einmal dem Peter zu beschreiben, ich kann es, ich finde, du spürst, dass da so ein Carbon-Ding drin ist, das quasi so dich nach vorne treiben will und wenn es gehst, es geht sich anders mit den Schuhen. Und es ist ein bisschen instabil. Also im Gehen ist der Schuh, wenn du wirklich nur gehst, ein bisschen instabil, weil er halt nicht für Gehen gemacht ist. Ja, weil dieses Carbon-Ding quasi dich nach vorne federn will, aber du halt nur gehst und deswegen habe ich das Gefühl, du unterdrückst dieses Federn immer so ein bisschen. So kann ich es am besten beschreiben.
Also funktionieren diese, so wie ich das mitgekriegt habe, diese Carbon-Laufschuhe funktionieren ja dadurch, dass sie im Prinzip das vordere Zehengelenk versteifen. Und weil das Gelenk ist, das halt sehr viel Energie frisst, wenn man es biegt. Und die Schuhe verhindern das. Also ja. Es ist ja jetzt nicht, dass man da eine Sprungfeder eingebaut hätte, sondern das ist der Modus, wie diese Schuhe funktionieren. Ja, weil das Gelenk nimmt viel Energie auf, gibt aber wenig Energie wieder in den Vortrieb ab, im Gegensatz zu dem Fußgewölbe oder... Ja. Ja, keine Ahnung, es kann eh sein. Ich sage, so hat es sich zumindest angefühlt, weißt du, was ich meine? Psychosomatisch vielleicht. Mag durchaus sein. Das ist nur das Erste, was mir aufgefallen ist, wie ich damit quasi rausgegangen bin, um laufen zu gehen, war dieses Gefühl. Und um auf dem Thema zu bleiben, es war auch nachher so, dass jedes Mal danach ich das Gefühl habe, so am linken Fuß, zwar vorne, wo du sagst, eben dieser Bereich im Fuß, so ein bisschen nicht taub war, aber so ein bisschen dann gekribbelt hat, so als hätte er da irgendwas gemacht, was er so noch nicht oder beansprucht, wie er es sonst noch nie beansprucht hätte. Also es war immer so ein Taubgefühl da, ich kann es irgendwie nicht. Das waren seine Homöopathen, quasi, der er angehabt hat. Ja. Du müsstest da die 5 Globuli einfach aus dem Zehenbereich ausglauben, dann hast du kein taubes Gefühl danach. Ja, also es kann schon sein, vorne, wo die Platte aufhört im Schuh, da hast du noch diesen Kipp-Effekt, dass du wirklich so nach vorn getrieben wirst. Das ist eben, glaube ich, wenn du über dieses Gelenk drüber bist, dass einfach der Fuß nach unten wegfällt. Spannend ist, dass dieser Schuh hat nur 188 Gramm. Also unter 200 einerseits, Sprengung 9,5 Millimeter, ist in der gleichen Preisklasse, wie heute halt diese Carbon-Schuhe sind, also 300. Teuer. Ja, wir sind also bei 300. Und was ich spannend gefunden habe, war, beim Glockner Mountain Run, zu dem wir ja noch kommen, war der Sieger beim ersten Tag, gab es ein Rennen, King of Heiligenblut, und der Sieger ist eben auch mit diesen Schuhen gelaufen, und da hat mich einfach sehr interessiert, und deswegen habe ich es mir extra angeschaut und bin zu dieser Kurve hingegangen. Es gab eine Bergabpassage, die jetzt sicher ein paar Prozent bergab gehabt hat, in der Steigung, und kurz vorm Rennen hat es geregnet. Und diese Carbon-Laufschuhe auf regennasser Fahrbahn, bergab, in der Kurven, haben jetzt nicht immer den besten Ruf gehabt von der vom Grip. Aber der ist dort offenbar mit Sub-3er-Schnitt runtergeknallt, und das hat, also du hast überhaupt nicht gesehen, dass der auch nur 1 Millimeter rutscht damit. Also die Dinger halten, und ich muss auch sagen, selbst ausprobiert, auch schneller mal um eine Kurve zum Rennen, die halten wirklich. Also kann man jetzt da nicht sagen, dass die irgendwie slippery oder instabil oder so wären. Also geht gut. Ja, also ich beim Laufen selbst habe ich ehrlich gesagt dann, also ja, vielleicht ist man sicher ein bisschen schneller damit, als wenn man es nicht laufen würde. Ich habe es jetzt da nicht so im Head-to-Head mit anderen Laufschuhen verglichen. Vielleicht macht da ein bisschen was der Kopf aus, wenn man jetzt glaubt, man hat so Carbon-Treter und jetzt kann man alles niederreißen. Aber sie waren zum Laufen jetzt grundsätzlich angenehm zum Tragen, und haben uns ja auch dann im Sommerlauf gehabt, gute Dienste erwiesen und, glaube ich, uns ganz gut schnell gemacht. Also ich glaube, es war sehr interessant, das mal auszuprobieren und das mal in so Carbon-Tretern gelaufen zu sein. Meiner Meinung grundsätzlich, glaube ich, zu denen hat sich zu davor jetzt nicht viel verändert. Es ist preislich teuer. Du kriegst halt jetzt nicht, also es sind halt reine Rennschuhe, du kriegst halt jetzt nicht so viel Kilometer raus, und ob ich es mir jetzt quasi zulegen würde, wenn ich das zahlen müsste, also ich würde jetzt ganz ehrlich, für das bin ich, glaube ich, jetzt nicht gut genug. Wenn es ein anderes Walter ist, glaube ich, da verstehe ich das voll und ganz. Für einen Autonormalverbraucher, glaube ich, wird es schwierig. Wenn man das aber will und wenn einem das wert ist,
finde ich, ist der OnCloud Boom Echo 3 definitiv eine gute Wahl und ich glaube, mit dem macht man nichts falsch. Ja. Und es, ich muss ansagen, er hat gegenüber diesen anderen Carbon-Trägern, also den meisten, die ich so gesehen habe, er ist nicht so schier. Er ist, ja. Er schaut eigentlich ganz nett aus, weil die anderen mit diesen komischen Haifischflossen hinten raus und in, das sind vor allem die Nike, glaube ich, sind das, oder? Und absurden Unterbauten, also die wirklich schon ausschauen, wie wenn du ein Bindungsplotten eingeschnallt hast. Er schaut wirklich lässig aus. Also ja. ich muss sagen, gefällt mir gut, läuft sich gut, guter Schuh, kann man durchaus empfehlen. Und sie haben tatsächlich zu den Vormodellen, was ich so aus Fachkreisen gehört habe, zu den zwei vorigen, also Cloud, Boom, Echo, 1 und 2 quasi, ist der jetzt da besser und stabiler worden. Also der ist wirklich eine gute Weiterentwicklung. Was vielleicht auch eine gute Weiterentwicklung war, was wir aber nicht wissen, sind die von Scratch Labs die Super High Carb Mix, den wir ja auch ausprobieren durften. Yes. Wir haben ihn in Lemon. Lemon Lime haben wir ausprobiert und ganz spannend an der Geschichte ist halt, dass das Ding brutal viele Kohlenhydrate drinnen hat und was einem auffällt, ist halt, dass du wenn du die How-to-Use-Geschichte durchlässt, denkst du, was, wie viel Löffel soll ich da rein tun? Wie viel Pulver ist das? Weil es geht auf bis zu 7 von diesen Löffeln, die du in eine Flask reinschmeißt und du denkst dir, das wird sich never ever auflösen, weil das sind bis zu 400 Kalorien in einer Flask. Und tut's aber. Du musst nur, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Minuten warten. Irgendwann löst es sich auf. Und dann hast du ein erfrischendes, säuerliches Getränk. Und du merkst auch nicht, dass es irgendwie ja, klibberig wird oder sonst irgendwas. Es ist gut trinkbar. Da habe ich den neuesten, ganz, ganz heißen Tipp, wie man sowas, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe es letztens auf YouTube gesehen, weil ich bin letztens auf einen neuen Lauf-YouTuber gestoßen, den ich euch eher irgendwo auf Signal geschickt habe, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, irgendein Australier, den ich im Run from Fiction Podcast erwähnt worden ist oder empfohlen worden ist. Und der hat, der mixt sein Pulver mit dem Wasser mit einem Mixer zusammen. Der haut das alles im Mixer, lasst das einmal rühren und schenkt es dann ein. Also wenn wer irgendeine Art von Mixer zu Hause hat, dann hast du wahrscheinlich das Auflösungsverteilungsproblem nicht. Und ist auch einfacher einzuschenken, weil diese gerade bei den meisten Softwares hast du nur diese kleinen Öffnungen und dann ohne dass du jetzt einen Trichter, wenn es keinen Trichter mehr hättest, ist das immer voll, wenn es vor allem ins 4 Löffel reingeben musst, ist das immer voll umständlich, das da reinzukriegen. Wenn du den vorher schon mixt, den Mixer, und dann reinleerst, ist sicher einfacher. Und Pro-Tipp. Pro-Tipp, wenn ihr das beim Wettkampf braucht, schaut einfach, dass bei euch im Dropback und bei jeder Verpflegungsstation so ein kleiner Handmixer ist. Weil dann kennst du mich auch immer das Nachfüllen und einmal kurz so. Richtig. Ja, richtig. Gibt es so diese Milch, diese Milchaufschäumer, diese kleinen, die so ein Quirl. Ja, zum Beispiel. Eine gute sowas Idee. Zum Beispiel, ja. Das wird jeder dabei also haben. Also die passen auch, ja? die kann man auch an Flaschen hin tapen oder so. Also einfach da 10 Stück kaufen und. Die passen auch in jeden Rucksack, dann kannst du das gleich dabei haben, dann kannst du am Trail auspacken. Ja, genau. Es ist auch super gut, wenn du jemanden überholen willst am Trail, dass du einfach mit einem Milchschäumer am Hinten nachklaufst und so, komm, geh auf die Seiten. Sonst schäume ich die auf, oder was? ja, genau. Ich kann den Namen des YouTubers noch nachliefern. Das ist der Luke Barrett. Genau. Schaut es euch an. Der war sehr cool. Wir verlinken ihn in die Shownotes. Yes. Und dann habe ich eine Geschichte habe ich noch. Und zwar, ich habe mir organisiert Luchos Energy Blocks. Weil ich wollte wissen, wie Dinge schmecken, die Luchos hassen. Das war eigentlich der einzige, einzige Grund. Du Marketing-Opfer. Ja. Und das sind Guave Blöcke, also so
Es schaut aus wie, so große, wie nennt man das, nicht Gummibären, aber so ähnlich, also so aus diesem Material. Ja, wer es sehen will, schaut in das YouTube-Video rein. Genau, es sind so komische Blöcke und die kann man relativ leicht auch brechen und essen. Schmecken ganz gut, also auch nicht zu süß. Spannend, und was ich wirklich gut finde, ist, wenn man das unterwegs mit hat, das Zeug hat, Moment, ich lese jetzt mal nach, pro Serving hier, 140 Kalorien hat ein so ein Block und dabei 34 Gramm Kohlenhydrate, was gar nicht so wenig ist. Also sprich, das kannst du auch während dem Wettkampf irgendwo einpacken. Und funny, hier, das ist die Verpackung, das ist Compostable Leaves. Sprich, du kannst das Zeug auch wirklich wegschmeißen, wenn es ist. Und es ist irgendwie zwei Tage später verrottet am Trail. Hast du das schon ausprobiert? Das finde ich mal eine... Na, ich schmeiß trotzdem nicht weg, aber ich finde es als Verpackungsvariante für sowas, was jetzt nicht flüssig ist, finde ich so Blätter schon ziemlich geil. Ja, das ist eine ziemlich gute Idee. Und ich finde, der Peter sollte da mal so ein Zeitraffer-Video am Biesenberg machen. Also, ich finde auch, du solltest es mal wegschmeißen und einfach ein paar Tage. Ja, genau. Ja. Ich kenne es aber irgendwo an einen Baum pinnen oder an einen Wurzel oder so. Nein, das ist besser. Das ist besonders gut, wenn du einen Nagel im Baum einschlagst. Das ist besonders geil. Kupfer am besten. Kupfer am besten. Ja. Dann hast du den Baum auch bald kompostiert. Ist dann die Frage, was ist schneller weg? Der Baum oder die Verpackung? Nein, ich werde es mal ausprobieren und wirklich schauen, wie lange das da ist. Aber ich muss halt irgendwie festmachen an einer Stelle, damit es auch wieder fällt. Leg einen Stein drauf. Genau. Ich kann auch drauf stehen bleiben. Ja, so schnell wird es nicht gehen. Zwei, drei, fünf Tage. Jo, also diese Dinge kann ich auch sehr empfehlen. 10 Stück sind drinnen. Schmecken ganz okay. Und sind, wie gesagt, komplett kompostierbar. Wahrscheinlich kann man dieses Leaf auch mit essen, wenn man fad ist. Kriegt man zum Beispiel bei Sporthunger. Dort habe ich es mitbestellt. Okay. Wo dir sicher nicht fad war, war beim Glockner Mountain Run. Magst du uns ganz kurz da einen Überblick über den Glockner Mountain Run geben? Ja, gerne. Und zwar war das am Wochenende vom, so, jetzt muss ich jetzt noch schauen, wann das war. Es war der 8. und 9. Juli. Ja, 8. und 9. Juli. Und es gab ja sehr lange den Glockner Berglauf, und da hat sich aber dieses Jahr was geändert, nämlich die Veranstalter und die Zusammensetzung. Das Einzige, also alles rundherum, das Einzige, was sich nicht geändert hat, das war die Strecken. Sprich, du laufst weg, Heiligenblut, laufst drauf auf die Franz-Josef-Höhe und am Schluss hast du diese 522 Stufen und hurra, hurra, 13 Kilometer, 1300 Höhenmeter sind es, glaube ich. Das Konzept hat sich ein bisschen geändert, weil sie haben jetzt den Vorabend auch schon reingenommen mit Kinderläufen und diesem, ich finde, sehr interessanten Format. Ich hoffe, dass sie das beibehalten und ich hoffe, dass sie das noch ausbauen. Das nennt sie King of Heiligenblut und das ist ein Lauf in Heiligenblut. Also das sind Runden quasi durch die Ortschaft von, keine Ahnung, ich glaube 1,5 Kilometer oder so hat die Runde. Mit ein bisschen bergauf, bergab, also das ist durchaus, Heiligenblut ist ja quasi auch in den Berg hineingezimmert. Das ist jetzt da kein ebenes Rundel oder keine ebene Schleife. Und diese Runde durchlaufen sie mehrmals. Diesmal waren es 9 Starter, also 9 Elite-Starter. Und nach jeder Runde wird ein Viertel der Starter ist dann quasi draußen. Also sprich, wenn du bei den letzten 25% bist, bist du fertig und darfst nicht weiterlaufen. Und in der letzten Runde sind halt nur mehr 2 und von denen wird nachher der Sieger gekürt. Die Runden sind, ich schaue jetzt da gerade, ja, so 4 Minuten 30 lang waren sie ungefähr. 4 Minuten 30 bis 5 Minuten. Und die Siegerzeiten waren 19 Minuten 9 und 19 Minuten 11. Also es ist wirklich knapp geworden hinten aus.
Gewonnen hat der Joseph Kamau Gitabka vorm Leonard Bohr. Und die sind beide von Run Together, also vom Thomas Krejci. Den habe ich kurz vorher noch getroffen und der hat es ganz, ganz lustig gefunden, auch dieses Format. Dritter ist der Manuel Inerhofer geworden, der am Tag drauf dann seinen Geburtstag gefeiert hat. Und der dann das Double gemacht hat, also am Vortag ist er Domi gelaufen und am nächsten Tag ist er im Berg auch noch aufgelaufen. Und ich glaube, dass dieses Format, wenn du da nicht 9 Starter hast, sondern lass es 50 Elite-Starter sein. Und dann machst du so ein Ausscheidungsrennen. Ich glaube, das ist schon ziemlich geil. Also das hat so das hat nachher so ein richtiges Racing, so einen richtigen Racing-Charakter. Vor allem, du kannst es halt auch extrem cool da anschauen, weil wenn du unten stehst in Heiligenblut, du siehst sie den Berg auf, wie du siehst sie oben auf der Gegengeraden, dann kommen sie wieder den Berg runter, dann hast du auch Kurven, das nicht einsichtig hast und dann kommen sie quasi durch den Ort rübergeschossen. Wenn du das mit einem Mountainbike, mit einer Kamera verfolgst und unten noch ein Video-Wall oder so aufstößt, hast du halt ein richtiges Event-Geschichtel. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das Zukunft hat und dass da wirklich was noch ausgebaut wird. Ja, leider ist das in dem Jahr ein bisschen dem Wetter zum Opfer gefallen. Das heißt, das, ja. Man kann es auch in den Videos sehen, das wir davon haben auf unserem YouTube-Kanal. Sind ein bisschen wenig Zuschauer leider für das Format, aber das liegt halt daran, dass es vorher gewaschelt hat wie nochmal was. Ja, und das zwar glaube ich sogar Stunden teilweise lang. Der Start sogar ein bisschen nach hinten verschoben worden ist, oder? Genau, ja. Und ja, aber ansonsten wirklich ein cooles Format und wer das sehen will, ein bisschen was davon, das könnt ihr euch, wie gesagt, auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Und was man sich auch auf unserem YouTube-Kanal bald anschauen kann, ist, oder was man sich anschauen kann auf unserem YouTube-Kanal, ist, wie der Peter da performt hat beim Großglockner Mountain Run, oder? Richtig, weil am Tag drauf ist es dann in der Früh losgegangen mit dem Mountain Run. Es waren ein bisschen wenig Starter dieses Jahr im Vergleich zu dem, was schon mal war, aber das liegt daran, dass der Berglauf quasi abgesagt war und dann mit 3 Monaten Vorlauf hat müssen der neue Veranstalter alle informieren mit, hey, Mountain Run, doch, der findet schon statt, nur er heißt jetzt anders, bitte hier anmelden und so weiter. Und es waren wirklich Menschen, die bis zum Schluss nicht gewusst haben, dass das Ding stattfindet, weil du auch heute noch die alte Seite, wo steht, dass es abgesagt ist, findest. Weil halt alter Veranstalter, neuer Veranstalter. Das ist halt ein bisschen scheiße. Das Internet vergisst nichts. Ja, und aber ich muss sagen, was der Kummerer da und alle, die da mitgemacht haben, auf Gach aus dem Boden gestampft haben, wieder wunderbar. Also als Läufer merkst du nicht, dass das jetzt da irgendwie neu und irgendwie schnell organisiert wurde, sondern es war einfach professionell organisiert, fertig. Du hast mit dem Marco und dem Yoshi zwar super Moderatoren gehabt, du hast unten eine Bühne gehabt, es hat alles funktioniert, von der Anmeldung über die Startnummernabholung bis zur Zielverpflegung, zum Runterfahren mit dem Bus. Es war einfach ein gut organisierter Event, fertig. Und ja, am zweiten Tag um 9 Uhr ist es losgegangen, die erste Startwelle. Und gewonnen hat dann in einer Stunde 9 Minuten, das ist so ein 6er-Schnitt, wie immer halt, wenn du vorne dabei sein willst, 6er-Schnitt, der Patrick Kipengeno, also sprich der Weltmeister im Vertical. Und der ist, also ich glaube nicht, dass er all-out gegangen ist. Er hat nämlich 2 Minuten Vorsprung gehabt auf den Philemon Kiriago, auch von Run Together, und Vincent Dovet, auch von Run Together. Der Manuel Inerhofer, der am Vortag auch mitgelaufen ist, ist 6. geworden mit 1,16. Spannend war es bei den Damen. Da hat die Filiares Kisang gewonnen und am Start war auch die Laura Hottenrott. Die ist aber 3. geworden, weil sie die Nina Engelhardt, die nicht bei der WM war, ja, das ist nicht deine Schwester. Nein. Auch nicht verwandt und verschwägert, kein Verwandtschaftsverhältnis bekannt.
die hat den zweiten Platz geholt. Das war, glaube ich, durchaus überraschend. Darf ich da nochmal eingrätschen? Du hast nämlich gesagt, dass der Sieger in 1:09 ins Ziel gekommen ist, stimmt's? Mhm. Und du hast auch gesagt, dass der Lauf 13 Kilometer lang ist, stimmt's? Das ist kein 6er Schnitt. Das ist nämlich ein 5,18er Schnitt. Es tut mir leid. Details. Wenn die simpelste Mathematik so weit daneben ist, also ich habe mir kurz überlegt, soll ich es sagen, soll ich es nicht sagen, aber es geht nicht. Das ist so simpelste, also ein 6er Schnitt wäre nämlich 1,18. Also es war deutlich unter dem 6er Schnitt. Was ich damit sagen will, es ist noch beeindruckender, dass du geglaubt hast, dass es ist. Ja. Kommen wir zum Peter seinem Schnitt. Ja, mein Schnitt war ein bisschen höher, aber das darf der Flo auch ausrechnen. Ich bin unter 2 Stunden ins Ziel gekommen, was mitunter das Unterziel war. Wie lange hast du gebraucht? 1,59, 38, um genau zu sein. Also 9 Minuten 12er Schnitt. 9,12. Du hast es da ganz, ganz spontan im Kopf ausgerechnet mit deinem Rechner. Ja, immerhin weiß ich, dass es Rechner gibt und kann sie bedienen. Mhm. War ganz lustig, weil ich bin, wie man im YouTube-Video sieht, relativ viel davon mit einer Kamera in der Hand gelaufen. Und das hat jetzt dann, das macht dann nicht viel langsamer. Ist Quatschen dabei ein bisschen, weil einfach der Puls höher ist. Und mit der Zeit wird auch so eine kleine Kamera in der Hand mühsam und schwer, muss ich dazu sagen. Du musst halt ein bisschen mehr Handeltraining machen. Was soll ich sagen? Ich meine, das jetzt auf die Kamera zu schieben, finde ich schon ein bisschen schwach, Peter. Also, und das, obwohl er im Winter so viel mit großen Gewichten trainiert hat und eh quasi schon ziemliches Cornetto geworden ist, dass ihm das noch was ausmacht. Ja, wahrscheinlich, sind wir uns ehrlich, wahrscheinlich waren das nur Schaumstoffgewichte. Also, Heliumgewichte. Ja. Die haben wir eher nach oben gezogen. Zum Glück bist du nicht davon geflogen. Ja, richtig. Ja, aber sonst war der Lauf eigentlich ziemlich cool. Ich bin nicht all out gelaufen, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel drunter. Also wenn ich jetzt da wirklich auf Anschlag gelaufen wäre, dann wäre es vielleicht auch 1,55 gewesen oder irgendwas in die Richtung. Also viel, viel schneller wird es dann auch nicht mehr momentan bei mir. Aber wie gesagt, Lauf wunderbar, Verpflegungen super, waren sehr motiviert, haben jeden angefeiert. Ich habe es auch während dem Video gesagt, es ist tragisch, wenn du aufkommst und du warst vor 3 Jahren dort und schaust das jetzt wieder an und du siehst, wie viel weniger, dass der Gletscher oben geworden ist. Also am besten, es fährt jeder mit seinem SUV auf und schaut sich das direkt vor Ort an. Noch besser ist ein Lauf drauf, egal mit welchem Auto. Also egal welches Auto er hat. Nein. Ich würde ihm immer empfehlen, einfach einmal jeder einzeln mit dem Auto auffahren. Da kann nichts schief gehen. Wenn man allerdings rauflaufen sollte und das dann noch bei einer coolen Veranstaltung machen will, gibt es nächstes Jahr von 4. bis 7. Juli die nächste Ausgabe des Glockner Mountain Runs und die Anmeldung wird bald offen sein. Also habt die als Startseite, schaut es nach und sobald sie offen ist, meldet euch an und macht es mit. Auch wenn er jetzt anders heißt, es ist noch immer einer der traditionsreichsten Läufe Österreichs und ich glaube, da kann man mal mitgemacht haben. Ja. Und mal schauen, vielleicht schaffen sie es auch wieder, dass sie in den Berglauf-Weltcup hineinkommen, weil da war der Lauf ja schon drinnen. Und der hat es auch verdient, also von der Strecke her auf jeden Fall. Er ist nicht billig, muss man dazu sagen. Also Frühbucher 80 Euro, Nachnennung an 100er. Liegt aber mitunter daran, dass sie einfach mit Bussen, die wieder runterführen, liegt daran, dass sie relativ viel von Bergrettung und so weiter stellen müssen, dass das an die Verpflegungen kommst auch nicht so schnell hin. Also es ist jetzt da sicher kein 20 Euro Wald und Wiesen um die Ecke Lauf, aber es ist halt die Gegend und wie du dorthin kommst, auch nicht leicht zu bewerkstelligen. Also und du kann man mal was für einen, tust was für einen guten Lauf. Also da kannst du mit ruhigem Gewissen ein bisschen Geld ausgeben. Ja.
Jo, wo wir am Sonntag auch Geld ausgegeben haben für, war für den Sommerlauf-Cup-Lauf im Donaupark. Richtig. Du, Peter, bei den 10 Kilometern, ich bei den 3,8 Kilometern. Was hast denn du für eine Ansage bekommen für deinen 10-Kilometer-Lauf? Die Ansage, was drinnen gestanden ist, ist 38 Minuten zu laufen. Und zwar die ersten 6 Kilometer in 3,50, 3,55 anlaufen, konservativ, und dann in Schönheit sterben. Ich glaube, das war das Pre-Race-Kommentar. Ich kann euch sagen, das mit den 3,50, 3,55 anlaufen hat beim Peter nicht funktioniert. Wir sind gemeinsam eingelaufen, da hat er 3 Steigerungsläufe machen müssen, da hat er sein Tempo ausgetestet. Ich habe es ehrlich gesagt nicht kontrolliert, wie schnell er bei den Steigerungsläufen gelaufen ist, weil ich die Uhr nicht anhatte. Weil du ihm nicht hinterhergekommen bist? Oh, das schon. Aber ich habe mir gedacht, okay, 3,50 oder 55, das passt mir eigentlich auch ganz gut. Ich hänge mich halt einmal dran und höre halt dann es waren 3 Runden, die erste war eben die 3,8 und dann hat man so 2 kleine 3,1 Kilometer Runden. Und da hänge ich mich halt irgendwie dran und ja, schauen wir, das wird passen vielleicht, dass ich halt die letzten 1,8 Kilometer oder sowas dann vielleicht drauf drücke. Er war vor mir im Ziel und ich war am unteren Ende seiner geplanten Zeit, Kilometerschnitt, und er war schon ein bisschen vor mir. Wie, er war vor dir im Ziel? Er ist 10 Kilometer schneller gelaufen als du, 3,8? Er trainiert doch ein bisschen mehr als ich. Er trainiert doch ein also bisschen nein, mehr. Also nein. Also ich meine, er ist insgesamt 10 Kilometer schneller gelaufen als du, insgesamt 3,8 Kilometer? Nein. Bist du spazieren gegangen? Er ist die erste Runde vor meinem Ziel gewesen. Das ist jetzt nicht so. Ja, danke für die präzise Korrektur. Weil es hat sich jetzt so angehört, als wäre der Peter die 10 Kilometer natürlich schneller gelaufen, natürlich, als die 3,8. Natürlich, natürlich. Was entweder bedeuten würde, dass der Peter extrem stark ist oder du halt extrem schwach. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und wahrscheinlich ist beides richtig. Ja, der Flo ist nämlich die 3,8 Kilometer in einen 3,55er Schnitt gelaufen. Nein, bin ich nicht. Doch, ich war 3,52. Die Ergebnisliste schon. Wir haben uns doch 3,55. Wir haben uns doch ausgemacht. 14,53. Wir haben uns doch ausgemacht, dass die Bruttozeitnehmung zählt. Das ist nämlich eine kleine Besonderheit beim Wiener Sommerlauf gehabt, dass man da eine Bruttozeitnehmung hat. Richtig. Und da steht 14 Minuten 53. Ist ein 3,55er Schnitt. Und Fünfter bist du geworden. Also vierter Mann. Gesamtfünfter. Direkt hinter der Carola, die dürfte, ja, das ist eine halbe Minute, ist sie vor dir im Zug. Ja, ich habe dann kurz habe ich dann geschaut, wie realistisch das quasi wäre, Dritter zu werden, weil dann habe ich kurz gesagt, die Blecherne, aber der war auch über 30 Sekunden vor mir, also das wäre an dem Tag definitiv drin gewesen. Es war 8:30 Uhr der Start und ich habe gehofft, dass es da vielleicht noch nicht so heiß ist, aber die Hitze hat dann schon einen großen Faktor gespielt. Also ich habe die ersten 2 bin ich eigentlich konservativ oder haben wir gedacht, dass ich eigentlich noch Körner gehabt, aber hinten raus, mir hat die Hitze dann zu sehr zu scharf gemacht, dass ich dann nicht mehr so drauf drücken habe können und so voll trainiert auf den Lauf habe ich jetzt auch nicht, dass ich da jetzt die maximale Endgeschwindigkeit habe, die ich wahrscheinlich theoretisch hätte. Ich wollte so nah wie möglich an die 3,55 kommen. Meine Uhr hat mir jetzt 3,52 als Schnitt angezeigt, deswegen der hat aber vielleicht auch ein bisschen mehr, also mit den Kilometern vielleicht nicht ganz. Ist bei mir auch. Also meine Uhr zeigt mir auch, dass ich weiter gelaufen bin, als der Laufcup es sagt. Also ich, und sie haben auch vor dem Start schon gesagt, dass es ein paar Meter mehr sind. Ja. Also wurscht. Die Bruttozeit wird zwar stimmen, aber ich glaube einfach, dass wir weiter gelaufen sind, als du gestanden bist. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo in der Mitte. Aber grundsätzlich war ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch dann, mein Papa hat mir dann am Abend noch geschrieben, ich dürfte anscheinend auch meine Altersklasse gewonnen haben. Ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, ich habe nur die WhatsApp vom Papa. Das liegt daran, dass einfach die M40, also die ersten 3 Männer alle in der M40 laufen. Ja. Das heißt, in die gute Klasse kommst du erst. Das dauert noch Jahrzehnte. Nein, aber es war. Gewonnen hat der Manfred Winkler und den muss ich deswegen hervorheben, weil ihr werdet ihn bald hören bei uns und der hat einen 3,13er Schnitt.
Ja, das war 12 irgendwas. 12,47 kann das sein? 12,16. 12,16. Also der ist wirklich schnell. Der ist nämlich den guten 10-Kilometer-Läufern nach 2 Kurven einfach nach vorne ausgebrochen und weg war er. Ja. Da könnt ihr wieder sehen, wie wir es am Anfang des Podcasts schon erwähnt haben, wenn er mal in die 40er kommt, dann geht's da hin. Ich meine, da kann man sowas halt einmal in Asphalt brennen. Wart nur ein bisschen, Flo, und dann wird es richtig abgehen. Ja, ja. Du wirst nur schneller, weil da geht es dann nur mehr bergab. Ja, genau. Nein, aber ich glaube, also es war allgemein, es war definitiv, also ich glaube, wenn es nicht so heiß gewesen wäre, ich mein, der Kurs ist leicht wellig, der ist sicher jetzt kein optimaler Kurs, und vor allem, wenn man wieder Beta dann 3 Runden laufen muss, ist ein schwieriger Kurs, das war, glaube ich, vorher klar. Ohne Hitze, mit kühler Temperatur hätte ich sicher noch ein bisschen was rausholen können, aber sicher mehr trinken müssen. Von daher war ich zufrieden für das Training, was ich derzeit mache und für das, was ich da tue. Ich meine, es war auch mein erster Wettkampf dieses Jahr. Also ich war schon zufrieden und hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, so weit vorne bin. Und es waren doch über 80 Teilnehmer. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie 10 Teilnehmer gehabt und ich bin Fünfter geworden. Dass eh nur 5 waren. Ja, sozusagen. Nein, von daher war ich zufrieden und ich glaube, da geht noch was. Und wer dort auch mal so eine ähnliche Strecke laufen will, kann das hier jeden Samstag um, ich glaube, 9 Uhr beim Parkrun machen. Also, genau. Das ist jetzt nicht die ganz gleiche Runde, aber durchaus auch selber nett. 5 Kilometer selber, also 100 Meter weiter ist, glaube ich, der Start. Und ja, erwähnenswert ist nur, dass die Nadine ist Dritte geworden bei den Damen. Hat ihr Altersklasse gewonnen und ein Sackerl Brot. Bei den ersten haben ein Sackerl mit Gebäck gewonnen. Und die ist auch einen 4,28er Schnitt gelaufen. Also durchaus zügig, muss ich sagen. Also kann man nichts sagen. Ja, und bei den Zehnern waren halt auch ein paar relativ starke am Start, muss ich zugeben. Unter Peter irgendwo. Und genau. Ich irgendwo, genau. Weil irgendwo in der Mitte. Wie die Wahrheit. Gewonnen, genau. Man nannte mich auch The Truth. Ich lag in der Mitte. Ja. Davide Zanetti hat gewonnen vom Christopher Liener und dem Alexander Adner. Die drei sind gleich am Anfang, haben sie die vorn quasi auf ein Backerl gehauen und sind gemeinsam weggelaufen. Die sind alle so in einem 3,30er Schnitt um die Ecke gebogen. Und ich bin sicher schnell angelaufen, aber okay. das war dem geschuldet, dass es war erstens was heiß, zweitens hat es durchaus gewindet, immer wieder mal. Also du hast gewusst, dies und die gerade, da hast Gegenwind. Und ich habe mir gedacht, okay, bevor ich jetzt allein im Wind stehe, laufe ich ein bisschen über meine Verhältnisse im Endeffekt und schaue, dass ich mir da irgendwo, dass ich mir irgendjemanden zweiten suche, jemanden dritten suche, wo ich mich anhängen kann. Und am Anfang war dann halt sonst keiner da. Deswegen hast du dieses erste Frontrunner-Pack gehabt und haben mir halt gut dran gehängt und haben gedacht, na gut, schauen wir mal, wie lang das geht. Nicht lang. Mein erster Kilometer hat mir 3,39 angezeigt und da war ich sicher schon ein paar Schritte hinter dir. Das zu deinem 3,50 bis 3,55 konservativ. Ja, was soll man machen? Aber warst du den Zehner gelaufen? Ich habe nämlich mein Altersglas gewonnen. Ja, ich auch. Aber weil mich auf dem Zehner ist, sind die ersten drei alle in der allgemeinen Klasse gelaufen. Dort sind die Jungen unterwegs. Ja, ich muss mich ja schon vorbereiten auf die nächste Altersklasse, deswegen kann ich jetzt nicht dort laufen, wo die Jungen laufen. Ah, okay. Ja, auf alle Fälle. Am Anfang ist es ganz gut gegangen und ab, weiß ich nicht, Kilometer 3, 4 habe ich dann halt schon ein bisschen dem ganzen Tribut zollen müssen. Habe dann 2 andere gehabt, mit denen ich so in einer Geschwindigkeit unterwegs war. Und wir sind dann auch 4., 5., 6. geworden. Und alle so mit 3,49, 3,50er Schnitt. Und laut Bruttozeit bin ich 38,20 gelaufen. Laut meiner Uhr 37 irgendwas. Weil da bin ich auch weiter unterwegs gewesen. Also ich würde mal sagen, lass es einen flachen Kurs sein mit einer Nettozeitnehmung, dann geht sie der 38er aus. Ich meine,
ich muss ehrlich sagen, zeittechnisch, also deine Technik-Skill kennend, also ich glaube zeittechnisch, ich meine, möge der Kurs etwas länger gewesen sein und der Schnitt vielleicht etwas niedriger als angegeben, aber an der Zeit, glaube ich, du bist ganz vorne gestartet. Also ich will ja die 38 grundsätzlich jetzt nicht wegnehmen, wenn es läuft, aber da sehe ich das schon sehr realistisch an, dass die 38,20, weil das war das, was dort geschnitten. Es war auch bei mir die Zeit. Die 38,20 Startziele stimmen. Ich glaube einfach nur, dass der Kurs, wie gesagt, ein bisschen länger war. Na ja, aber dann musstest du, wenn du 37 irgendwas auf deiner Uhr gehabt hast, dann musstest du irgendwann später oder früher abdrücken. Er hat mal 37 irgendwas anzeigt für einen Zehner auf der Uhr. Ach so, so meinst du. Ja. Weil er einfach gesagt hat, ich bin 10,3 gelaufen oder so. Okay. Also im für die Donaupark verlaufen. Ja, es gibt übrigens auch immer mal wieder einen Orientierungslauf im Donaupark. Vielleicht tust du den mal an. Der kommt dann nie wieder zurück. Der ist ja irgendwann verschollen. Bei der Orientierungslauf-Weltmeisterschaft ist jetzt da ein Österreicher Zweiter geworden. Nein, Dritter geworden. Das ist das erste Mal, glaube ich, gewesen. Überhaupt. Der Janis Bonek, der trainiert auch beim Vincent Vermeulen. Und der hat es geschafft, dass er bei den World Orienteering Championships in der Schweiz Dritter geworden ist. Neulich. Coole Sache. So. Vor, Weiß nicht, kleiner Exkurs. Kleiner Exkurs zur Orientierungslauf. Ja. Tja, Leute, wie geht's weiter in dem Sommer? Was habt ihr vor? Ich bin in 2 Wochen beim Gehgut 35 und schau mal, wie meine Downhill-Skills so sind. Was macht ihr? Einen schlechten Eindruck, wie immer. Was denn? Ja. Chillaxen? Schwitzen? Ziemlich hart chillaxen. Aha, okay. Aber ehrlich gesagt keine Pläne bis jetzt. Ich bleibe meinem Motto sehr treu. Okay, du hast den Beta in dir gefunden und hast einfach überhaupt keinen Plan. Ja. Das ist, ja kann man machen. Prinzipiell muss ich mal wieder schauen, dass ich wieder ins Training komme. Und dann mal schauen, was ich so vielleicht an Wettkämpfen dieses Jahr noch so ergibt. Ich kann euch da noch den Blaufränkisch-Land-Marathon ans Herz legen, der einzige Marathon im Burgenland, wie wir ja schon herausgefunden haben, für die 9-in-9-Community. Mhm. Deswegen, und weil ja nächstes Jahr 9-in-9 ansteht, muss ich jetzt mal schön langsam wirklich mal mit dem Trainieren anfangen. Weil ich muss da irgendwie eine Grundlage legen, auf die ich dann auch im nächsten Jahr hoffentlich zurückgreifen kann. Im August startet auch wieder das Fußballtraining mit meiner Kinderfußballmannschaft. Die werde ich dann auch auf den einen oder anderen Lauf schicken. Bin schon gespannt, was die Elfjährigen sagen, wenn sie mit mir 20, 30 Kilometer durch den Wald hirschen dürfen. Am Schluss nichts mehr. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich fand gut, dass Jordi, das war jetzt die eloquente Art auszudrücken, dass er auch keinen Plan hat. Ja, aber ich habe halt ein bisschen außenrum geredet, ja. Ja, ich sag mal. Ja, aber wir hoffen ja, dass ihr da wieder reinfindet und auch noch das ein oder andere vom Stapel lasst. Der Sommer und der Herbst sind ja noch lang. Ja, ich kann ja noch den Termin zum Blaufränkischland-Marathon hier nachliefern. Der findet am 7. Oktober in Deutschkreuz im schönen Burgenland statt. Also, falls ihr euch das mal anschauen wollt, der eine oder andere mag vielleicht schon mal was vom Marathon du Médoc gehört haben. Das ist sozusagen die österreichische Variante davon. Es gibt blaufränkische Pflegungsstellen und ja. Schön, dass die Sonne ausgegangen ist, es auch. Ja, auf jeden Fall. Man kann, wenn man das als Hobby hat, man kann zwei seine Hobbys verbinden: Laufen und Saufen. Ja, genau. Wer könnte das als Hobby haben? Du. Richtig. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir sind durch. Ja. Das war sehr schön. Ja. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschö, tschö. Ciao.